Moin moin und herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video der Rautenperle. Wir melden uns direkt aus der Redaktion bei euch und wollen euch nochmal mit den letzten Infos vor dem Auswärtsspiel morgen Abend in Osnabrück versorgen. Wichtiges Auswärtsspiel für den HSV und es wird oft davon gesprochen, dass es ein Angstgegner ist, der VfL Osnabrück. Morgen Abend an der Bremer Brücke wird es also ganz, ganz hart für den HSV. Angstgegner rührt eher aus der jüngeren Vergangenheit. Da gab es 3 Spiele, nicht auf Ligaebene, sondern eher auf Pokalebene. 2-mal Pokal aus und einmal ein Freundschaftsspiel. Das ist unentschieden ausgegangen. Also die letzten 3 Spiele konnte der HSV gegen den VfL Osnabrück nicht gewinnen und so schnell wird es ein Angstgegner. Aber wir können noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschauen. Da gibt es nämlich ein Spiel, datiert auf den 16. Dezember 1962. Das war vor 57 Jahren und damals in der Oberliga Nord trafen der VfL Osnabrück und der Hamburger SV aufeinander. Und damals konnte der HSV aus Osnabrück 3 Punkte entführen, mit Hilfe von 3 Auswärtstoren, erzielt von Uwe Seeler, Charlie Dörfel und einem gewissen Uwe Reuter. Ja, und trotz dieser langen Zeit zwischen den beiden Ligaspielen gibt es trotzdem aktuell einige Personalien, die diese Vereine doch sehr, sehr eng miteinander verbinden, den VfL Osnabrück und den Hamburger SV. Das ist zum ersten der aktuelle Osnabrück-Trainer, das ist Daniel Thun. Das ist nämlich einer, genau wie Christian Fjell, letzte Woche der Trainer von Dynamo Dresden, jemand, der als Spieler noch unter Dieter Hecking gespielt hat, also der Dieter Hecking als Spieler, als Trainer erlebt hat sozusagen. Und jetzt trifft Dieter Hecking seinen ehemaligen Schützling schon zum zweiten Mal in Folge, die zweite Woche in Folge, an der Seitenlinie wieder, und zwar als Trainer des Gegners. Daniel Thun übrigens führte den VfL Osnabrück jetzt gerade zu dieser Saison aus der dritten Liga in die zweite Bundesliga zurück, Aufstiegstrainer, Erfolgstrainer und wurde übrigens auch im Sommer beim HSV gehandelt als möglicher Nachfolger eines Hannes Wolfs damals. Dieter Hecking hat übernommen, wir kennen die Geschichte und jetzt treffen sich die beiden ehemaligen Trainerspieler als Trainer an der Seitenlinie wieder morgen Abend an der Bremer Brücke. 2 weitere Osnabrück-Hamburg-Personalien haben wir noch für euch. Unsere aktuelle Nummer 1, Daniel Heuer-Fernandes, trug insgesamt 2 Jahre das Trikot der Osnabrücker und spielte an der Bremer Brücke. Und noch eine wesentlich wahrscheinlich interessantere Personalie ist der aktuelle Sportchef von Osnabrück, Benjamin Schmedes. Er war nämlich ehemals Chef-Scout beim Hamburger SV und wechselte dann nach Osnabrück, hat die Mannschaft quasi aus der dritten Liga, hat ein Konstrukt gebaut und sie dann in die zweite Liga geführt. Und mein Kollege Scholle Scholz, unser Blogautor Scholle, hat schon diese Woche ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt mit Benjamin Schmedes, wo er noch viele, viele Sachen verrät, unter anderem spricht über Bakary Jatta und wie er eigentlich damals Aaron Hunt zum HSV geholt hat. Das verlinken wir euch mal hier oben und dann könnt ihr mal reinschauen. Benjamin Schmedes im Talk mit Scholle. Insgesamt kann man eine schwer umkämpfte, eine harte Partie morgen an der Bremer Brücke erwarten. Osnabrück hat aktuell schon 30 gelbe Karten gesammelt. Also eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr körperlich ist, oft den Körper reinstellt, sehr über den Kampf kommt. Aber der HSV ist darauf eingestellt, wird unterstützt. Das Stadion morgen natürlich ausverkauft. 16.700 passen morgen offiziell rein. 1.400 gingen wiedermals offiziell an die Hamburger. Wahrscheinlich wird noch sich der eine oder andere Hamburger zwischen die Fans aus Osnabrück schummeln. Heute Vormittag hat es Dieter Hecking auf der Pressekonferenz verraten. Aaron Hunt wird ausfallen für das Spiel in Osnabrück, hat sich mit Fieber krank gemeldet und trotzdem ist der HSV gerüstet für das Auswärtsspiel in Osnabrück. Dieter Hecking hat ein gutes Gefühl, sagt er. Und auch für Bobby Wood hat er ein gutes Gefühl. Er hat so ein bisschen kritisiert, dass Bobby Wood zu negativ gesehen wurde nach seinem letzten Einsatz gegen Dynamo Dresden, seinem ersten Startelf-Einsatz dieser Saison, und hat ihm berechtigte Hoffnung gemacht, morgen eventuell wieder in der Startelf stehen zu können und dann gegen Osnabrück zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in dieser Saison kommen zu können. Wir übrigens von der Rautenperle tippen auch, dass Bobby Wood beginnen darf, dass er eine zweite Chance verdient hat und dass dann der HSV natürlich, wie sollte es anders sein, die 3 Punkte mitnimmt und als Gewinner von der Bremer Brücke zurückkehrt. Zum Abschluss seid natürlich ihr auch nochmal gefragt, was erwartet ihr für ein Spiel in Osnabrück? Was glaubt ihr, wie schneidet der HSV ab? Wie seht ihr den möglichen Startelf-Einsatz von Bobby Wood und was sind generell eure Gedanken zu dem Spiel? Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert bei der Rautenperle. Das war's für das Erste, für unserem News-Update aus der Rautenperle-Redaktion. Viel Spaß morgen beim Spiel. Bis dahin, alles Gute.